Der Blick auf den Geiranger Fjord war mein Highlight, aber vorher hieß es warm anziehen mit langer Unterhose und erstmal frühstücken auf der Havila Pollux mit norwegischem Frühstück. Und das Ganze war in Ålesund, denn im Winter fährt das Schiff nicht bis in den Geiranger Fjord, da muss man umsteigen auf einen Katamaran. Das Ganze dauert 3 Stunden. Ja, und es war aber, wie ihr sehen könnt, ziemlich wunderschön und sonnig, aber eiskalt dabei und total windig. Boah. Ja, vorbei am Wasserfall und dann sind wir angekommen und dann ging es mit dem Bus weiter, unter anderem zu einem Aussichtspunkt und zu einem Wasserfall. Was wirklich irre war hier heute in Geiranger, wie ausgestorben es doch ist. Also hier ist wirklich gar nichts los, die Läden fast alle zu. Dann nochmal 3 Stunden wieder zurück und dann angekommen auf dem Schiff. Dann das Dinner mit einer Pilzsuppe, zwischendurch mit Nordlichteralarm, dann einem Fischeintopf und einem Portweineis. Morgen sind wir in Trondheim.